Organspende rettet Leben. Der Förderverein des Herzzentrums hier in Köln und die Sportschule Köln in der Kooperation bringen das Thema durch dich, Elmar Spring, auf die Straße. Wie geht es dir? Was macht der Herzschlag? Wie bist du vorbereitet für Montag? Ja, bin da schon mal mitgefahren mit einem Kumpel. Das war so 9 Monate nach meiner Herztransplantation. Da ging es doch erstaunlich gut schon, muss ich sagen. Das war das erste Mal, dass ich ein Radrennen gemacht habe. Ich komme eigentlich vom Triathlon. Und dadurch, dass es mir relativ gut geht, bin ich auf viele andere Herztransplantierte gestoßen, sodass wir jetzt eine Gruppe von 8 sind. Und wir wollen auch zu 8 in der Gruppe fahren und nicht das irgendwie als Wettrennen. Und ich gucke da, dass jeder da irgendwie gut durchkommt. Und dank der Sporthochschule und dem Herzzentrum hier, wir haben uns da Trikots gespannt und der Art dort uns Plätze zur Verfügung gestellt. Und das, was daraus an Spenden hervorkommt, werde ich an die jungen Helden geben. Die setzen sich sehr für Organspende ein. Dadurch, dass ich jetzt das große Glück hatte, ein Organ zu bekommen, scheinbar ein sehr, sehr gutes Organ. Also vielleicht für die, die das interessiert, ich war gestern bei der Firma Stubbs beim Leistungstest und bin belastbarer als 2008, wo ich eigentlich mein bestes Jahr hatte im Ironman. Also theoretisch bin ich belastbarer als vorher. Das ist schon nicht normal. Also wir sind sehr froh, dass Dr. Helge Kniege von der Sportschule Köln da ist. Tatsächlich ist es so, dass man den Elmar ein bisschen bremsen muss. Das ist aber eher eine persönliche Komponente, die ihn ausmacht. Das gilt nicht für alle HTX-Patienten. Das Faszinierende für uns in der Bewegungstherapie im Bereich der Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist, dass die Herztransplantierten eigentlich die dankbarste Gruppe sind. Das heißt, dass wenn dieses Organ gut akzeptiert wird vom Körper, wir hervorragende Möglichkeiten des Trainierens haben. Wir im Förderverein agieren ja so, dass wir das nutzen wollen, um auf die Organspende hinzuweisen, aber auch das Radfahren die ideale Möglichkeit ist zu trainieren, und zwar für die gesamte Alterskaskade bis ins hohe Alter. Und da sind wir dem Elmar ungeheuer dankbar, dass er mit seinem Biss, mit seiner Euphorie auch für die Sache zu agieren, aber auch mit seiner sportlichen Leistungsfähigkeit. Sie haben gerade eben ziemlich zusammengezuckt, als der gesagt hat, ich bin besser als vorher. Wir brauchen so etwas, wir brauchen solche Leute, um dieses Thema wirklich nach vorne zu bringen. Und sind da Arthur auch sehr, sehr dankbar, der uns die Türen so weit aufgemacht hat,